Hi meine Lieben, schön, dass ihr einschaltet hier bei einer Folge Hearthstone. In den letzten Tagen habe ich auf Facebook mal gefragt, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf ein bisschen Hearthstone? Habt ihr auch Bock auf ein paar Pack-Openings? Und es haben echt viele gesagt, ja, auf jeden Fall, los, mach. Jetzt zack, zack. Und ja, das machen wir natürlich jetzt auch. Und ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen gezockt gegen meine Freundin. Ich werde mal gucken, vielleicht hat sie ja Bock und werde dann gegen ihr nochmal eine Runde spielen hier in der Aufnahme. Aber jetzt machen wir erstmal ein Pack-Opening. Ich habe mir zwei hatte ich bekommen von Blizzard. Zwei habe ich jetzt dazu geholt von Classic und zwei von Gnome gegen Goblins. Oder Goblins gegen Gnome. Wie ist das, glaube ich? Muss man ganz kurz gucken. Vielleicht wisst ihr, wo da der Unterschied ist. Hier, Goblins gegen Gnome. Also steht leider nicht da. Ich weiß nicht, ob das ein spezieller Modus ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es und könnt mir das sagen. Würde mich interessieren. So. Wir machen jetzt erstmal die Classic Packs auf. Und da haben wir jetzt hier vier Stück. Achso, müssen wir natürlich auch reinziehen. Zack, komm, mach auf. Jeweils fünf Karten. Eins ist... Ich spiele übrigens so hauptsächlich Priester derzeit. Hier haben wir jetzt eins, was für alle Klassen ist. Ein 0-Mana-Kristall-Monster-Karte. Ist gar nicht so schlecht, aber ich glaube für mein Deck jetzt nicht ganz so geeignet. Er hält jedes Mal Eingriff, wenn ein Diener stirbt. Das ist gar nicht so schlecht. Fügt Diener... Achso, ist für ja, alle Klassen okay. Fügt ein Diener zwei Schaden zu, wenn das Ziel einem befreundeten wenn das Ziel ein befreundeter Dämon ist. Er hält stattdessen 2 plus 2. Also 2 Leben, 2 Schaden. Dann haben wir Spott, Wutanfall plus 3 und Angriff. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Also wir haben einerseits Spott. Und wenn wir angegriffen wären, das ist ein geiles Ding. Dann behalten wir gleichzeitig auch 3 Angriff. Das ist cool. Und was haben wir hier? Für einen Schaman. Ruf 2 Geisterwölfe, 2-3 mit Spott herbei. Überladung 2. Was heißt Überladung? Weiß ich noch nicht. Also ihr merkt, ich bin hier noch nicht ganz so extrem Profi oder... Ich sag mal so der spezielle Spieler da, sondern ich mache das eher just for fun, einfach so ein bisschen Spaß zu haben und ja, einfach ein bisschen zu gucken. Ich finde das ganz interessant einfach. Mir hat damals schon Yu-Gi-Oh! Gefallen und Hearthstone finde ich eigentlich auch ganz nett. So, dann haben wir hier, zieh deine Karte für jeden verletzten befreundeten Charakter. Das ist cool, aber für einen Krieger. Rufe jeden feindlichen Diener einen Jagdhund mit Ansturm herbei. Für jeden feindlichen Diener einen Jagdhund mit Ansturm. Okay, das ist auch cool. Aber für Jäger. Lasst deinen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren. Der Diener kostet 2 weniger. Oh. Ruft. Ach so, die wir gerade hatten. Okay. Für den Schaman. Oh, noch eine. Was? Wählt aus. Verursacht 2 Schaden oder bringt einen Diener zum Schweigen. Okay, da haben wir dann die Qual der Wahl sozusagen. Bis jetzt noch keine gute Priesterkarte dabei gewesen. Hoffentlich ändern wir das jetzt hier bei dieser. Karte, beziehungsweise bei diesem Pack. Todesröcheln, ganz klar, ist eine alte Karte, altbewährt. Spott. Hat jetzt nichts Besonderes drauf. Sieht ganz nett aus, aber für 5 Kristalle finde ich es ein bisschen, nee, nicht ganz so doll. Fand ich einen zufällig feindlichen Diener. Das ist cool, aber es für einen Jäger leider. Geheimnis, wenn euer Held angegriffen wird, allein alle Feinde 2 Schaden. Das ist cool, die nehme ich auf Jäger. Verdammt. Und. Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu, Kombo, lasst die Karte im nächsten Zug wieder auf eure Hand zurückkehren. Das ist auch nicht schlecht. Aber auch für einen Schurken. Ich brauche eigentlich ein bisschen was für einen Kleri hier, verdammt Dax. Für einen Priester. Das ist eigentlich so mein Ding. Was haben wir hier? Für einen Krieger. Fügt einen Diener zu 1 Schaden zu. Alles klar. Hat Ansturm, während ihr eine Waffe angelegt habt. Okay. Selten. Wieder für einen Schaman. Vielleicht einem Diener Todesröscheln ruft diesen Diener erneut herbei. Magier friert einen Charakter ein, wenn er bereits eingefroren ist, werden ihm stattdessen 4 Schaden zugefügt. Und? Für Priester, saugeil, Kampfschrei. Übernehmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Das ist cool. Die nehme ich rein, die ist gut, die ist gut. So, jetzt gucke ich hier mal. Ich bin mal gespannt, was da drin ist, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Also das ist echt für mich Neuland. So, Spinnenpanzer für alle Klassen. Alle Klassen. Schamane, stellt am Ende eures Zuges bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Das ist cool. Für jeden Zug oder einmalig? Ich denke aber für jeden Zug, ne? Stellt am Ende eures Zuges bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Ich würde fast meinen, das bedeutet jeden Zug, aber ihr könnt mich gerne eins Besseres belehren. Kampfschrei, verleiht einem zufälligen befreundeten Diener plus 1 Angriff. Und hier haben wir, verleiht eurer Waffe 3 Angriff, Kombo, verleiht einem zufälligen befreundeten Diener 3 Angriff, okay. Gucken wir hier nochmal rein, was wir hier haben. Das ist jetzt eine Karte leider von, boah, ich glaube 5 Packs, die wir hier hatten. 5, 2, 4, nee, 6 sogar. So, alle Klassen, Todesröcheln. Haben wir hier einen Mech, brauchen wir leider nicht. Hier haben wir eine seltene, ruft
Für einen Paladin. Ruft drei Rekruten der silbernen Hand herbei. Legt eine Waffe an. Noch eine seltene. Zieht eine Karte. Sie kostet viel weniger, wenn es sich um ein Wildtier handelt. Für einen Jäger. Und hier haben wir den die Mikromaschine. Erhält zu Beginn jedes Zuges einen Angriff. Das ist cool. Okay. Also ihr seht jetzt hier nicht so viel gefunden. Ich werde jetzt nochmal ganz schnell mein Deck hier bearbeiten. Natürlich mal so eine Sache, ne? Wenn ich das jetzt öffentlich zeige und ich spiele irgendwann mal gegen euch. Schwierig, schwierig, schwierig. Kann natürlich in die Hose gehen. So, meine Sammlung. Ich habe jetzt hier ein Priesterdeck, was sehr ausgewogen ist, muss ich sagen. Muss ich allerdings noch ein bisschen überarbeiten. Denn man sieht das hier ganz gut. Ich habe viel Low-Karten drin. Ich muss da ein bisschen was Hohes reinballern. Und ich habe auch das Problem. Das kann zum Beispiel weg. Ich habe das Problem, dass ich zu viele Karten sehe. Also ich habe zu schnell alle Karten auf der Hand. So, verdoppelt das Leben eines hier, das lassen wir drin. Zieht eine Karte, nehmen wir auch erstmal raus. Dann haben wir nämlich zwei wieder gut. Dann gucken wir hier mal. Verursacht zwei Schaden. Ach, hier. Wo kommt man noch weiter blättern? Wie doof. Ach so, einfach so. Ah, okay, gut. Alles klar. Haben wir denn hier irgendwas Neues bekommen? Kampfschrei übernimmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Mit maximal zwei Angriff, den nehme ich auf jeden Fall rein. Übernimmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Mit 10, das ist auch nicht schlecht. Übernimmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Behalte ich erstmal. Das ist so eine Karte, die kann dich echt rausreißen. Die kann dir echt einiges geben. Wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, weißt du? Wenn man zum Ende her merkt, okay, mir fehlen jetzt echt die Karten auf der Hand. Und vor allem auch die Monster. Was haben wir hier noch? Andere Diener. Das lasse ich jetzt einfach mal so drin. Okay. Gucken wir mal, wie weit meine Freundin ist. Vielleicht hat sie ja Zeit. Kann einfach mal zuschauen ganz kurz. Mal gucken. Sie spielt übrigens immer Magier. Das ist so ihre Klasse, einfach weil sie Anfängerklasse war. Ich kann ja auch einfach mal schreiben. geht das gar nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das hier geht, ey. Okay, wir gucken einfach mal zu. Hat gerade erst begonnen, das Ding, wie man sieht. Und sie ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Jetzt hier im Zuschauermodus. Das heißt, wir schauen einfach nur zu. Die Spieler sehen das jetzt natürlich ganz unten. Da steht dann Spieler Y. So, schaut zu. Und das ist so ein bisschen die Hasskarte, ne? Da muss man echt immer mit rechnen. Hier verwandelt ein Diener in ein Schaf. Das ist echt das Schlimmste, was hier passieren kann. Da hast dann auf einmal so eine Karte auf der Hand, weißt du? Oder Karte auf dem Brett, was dann 10 Schaden und 20 Verteidigung hat als Beispiel. Und dann kommt einmal das Schaf und hast 1-1. Das ist scheiße. So. Kann übrigens auch noch interaktiv auf der Karte rumklackern. Für die das noch nicht wussten. Komm, fall runter. Zack. So, und Abschluss! Auf den Gegner. Bis jetzt noch nichts Besonderes dabei. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. In der Zeit machen wir uns mal einen eigenen fertig. Komm ich denn hier wieder raus? Da verlassen. So, wir machen uns mal ein eigenes Deck fertig. Was haben wir denn hier? Druide, Schamane, Schurke, Priester, Magier, Paladin. Was macht denn der Paladin? Mal ganz kurz gucken. Ruft einen Rekruten der silbernen Hand herbei, okay. Schamane. Beschwört einen zufälligen Totem. Die haben da immer so Bonis drauf, soweit ich mich nicht irre. Jäger. Fügt dem feindlichen Helden zwei Schaden zu. Krieger. Alte zwei Rüstungen. Ich mache einfach mal einen Krieger, so ein bisschen so einen kleinen Bersi, weißt du? Mal gucken, was wir da zusammenkriegen. Ein Deckhelfer. Brauche ich den? Ja, ich nehme einfach mal einen Deckhelfer. Finde ich ganz cool, die Option. Verleiht einem verletzten Diener 3-3. Nehmen wir auf jeden Fall rein. Verleiht eurem Helm 4 Angriffe diesem Zug. Fügt einem Diener einen Schaden zu und verleiht ihm 2 Angriff. Legt eine Waffe an. 2-2. Fügt ein Diener einen Schaden zu. Ich nehme einfach mal die. Die Frage ist natürlich, wie man jetzt hier spielt. Spielt man darauf, dass man sich selber hochpusht, also seinen Charakter, oder? Schwierig. So, vernichtet einen verletzten feindlichen Diener. Vernichtet alle Diener bis auf einen. Dann kann man auswählen. Okay, nehmen wir einfach mal die. Achso, muss einzeln auswählen. Fügt ein Diener einen Schaden zu. Der Diener erhält 2 Angriff. Fügt einem Diener einen Schaden zu. Verleiht einem Freunden Diener 2 Angriff und Ansturm. Das ist nicht schlecht. Aber alles Buffs bis jetzt, ne? Zieht eine Karte für jeden verletzten befreundeten Charakter. Verleiht eurem Helden 4 Angriff. Nehmen wir erstmal die mit rein.
So, Verleiterung erhält 4 Angriff, hat man gerade, fügt einem Diener einen Schaden zu. Dieser, der Diener erhält 2 Angriff, fügt einem Diener einen Schaden zu, verliert. Achso, ist dieselbe bloß, okay, ein bisschen sinniger eigentlich. Aber ich werde mal die ausprobieren. Fügt einem, warte mal, vielleicht auch einen Helm 4 Angriff. Boah, da kannst du 8 Angriff sammeln. Das ist nicht schlecht, oder? Ich nehme die mal mit rein, haben wir 2 davon. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit maximal 3 Angriffen herbeiruft, erhält dieser Ansturm. Das ist geil. Nehmen wir mit rein. Kann ich nicht. Oh, sie hat eine andere Klasse genommen, sehe ich gerade, oder? Nee, doch nicht. Warum steht bei Leprakom? Ich habe keine Ahnung. So, nee, Deckhelfer. Weiter geht's. So, Kampfschrei. Fügt einem Diener einen Schaden zu und verleiht ihm 2 Angriff. Verleiht einem befohlenen Diener. Dieser Ansturm. Okay, die haben wir einmal. Das reicht einmal. Okay, damit pushen wir uns selber noch ein bisschen. Vernichtet einen verletzten feindlichen Diener. Vernichtet alle Diener ein. Jedes Mal, wenn ihr einen. Boah, das ist immer diese Karten hier irgendwie, ne? Nehmen wir mal die Karte. So, Ansturm, Spott auf jeden Fall, Spott ganz wichtig. Kampfschrei nehmen wir auch mit rein. Verstohlenen Windzorn. Da kann er keinen Angriff werden oder als hier gewählt werden, bis er Schaden verursacht. Okay, nehmen wir den einmal mit rein. Spott auch hier ganz wichtig. Noch ein Spott. Und ich glaube, so 5 Spott-Viecher würde ich einfach gerne mit reinnehmen. Aber hier ist Ansturm. Nehmen wir den da. Komm. Den. Nicht einen verletzten feindlichen Diener, verleiht einem befohlenen Diener 2 Angriff und Ansturm, fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener erhält 2 Angriff. Nehmen wir die mit rein, schön buff. Todesröcheln. Ja. Ansturm, ziehen wir dieser Diener Schanelei, lass einem Freund Diener vom Schaden. Nehmen wir auch hier Ansturm, ein bisschen offensiv. Das heißt wirklich, ich versuche hier weniger defensiv zu sein, sondern offensiv die Gegner irgendwie, ja, ihre Schranken zu weisen. Hier haben wir einen Spottgegner für Low, das ist ganz gut. Wutanfall, Kampfschrei. Hält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Das ist auch nicht schlecht, nehmen wir mit rein. So, verursacht einen Schaden. Zu Beginn jedes Zuges ein Angriff. Den nehmen wir auch mit rein. Dann auf jeden Fall noch ein Spottgegner. Spottgegner, also ein Spottvieh für uns. Nennt man die. Diener. Ein Spottdiener. So, ja. Spottdiener. So, ruft einen mechanischen Drachling dabei. Auch den. So, dann haben wir 60 Karten. Das speichern wir einmal. Na, gucken wir mal. Haben wir Druiden, Schurken, Hexenmeister, Priester. Das lassen wir erstmal so. Mal, wie weit die Herren hier sind beim Spielen. So, 13 und 9. Okay. Also auf den ersten Blick sieht es nicht so gut aus, aber man sieht hier, da ist noch Potenzial drin. Man kann das Ding auf jeden Fall noch umreißen, fügt einem Charakter 3 Schaden zu und friert ihn ein. Das als Beispiel auf Spottgegner. Wobei, der ist, boah, der ist kräftig hier. Ist kräftig auf der Brust. Verleiht benachbarten Diener einen Spott. Okay, sie geht jetzt mehr auf direkten Damage aus. Bin gespannt. Okay. Gut. Ich persönlich würde jetzt hier als Beispiel den raussetzen und in der Mitte den hin, dann hat man erstmal 2 Spottgegner da, beziehungsweise Spottdiener. Boah. Das hört sich übrigens nicht. 2 Räume weiter. Komm schon. Okay. Jetzt leider, aha. Nee, doch. Erst den aufspielen müssen und dann den. Das ist das Problem. Meine Freundin spielt schon besser als ich selber, ey. Das heißt, das wird gleich gar nicht so einfach für mich. Oh, fuck it. Boah. Scheiße, ich glaube, sie hat verloren. Ja. Aber doch ein gutes Spiel gewesen. Tatsächlich, wie er sagt, ein gutes Spiel. Aber jetzt heißt es hier,
Jetzt müssen wir ran. Spielt das übrigens auf Tablet. Ein relativ langsames Tablet, das heißt, das dauert immer ewig, bis das fertig geladen hat. Auch jede Runde ist immer so ein Delay drin, sage ich einfach mal. Na los. Ich glaube, die hat das Samsung. Da, fertig. Ich glaube, sie hat das Samsung Tab. Galaxy Tab 1. Ich glaube, das erste hat sie. Ja, ich glaube, das war's. Reicht gerade so. Also ist wirklich da schon echt hart an der Grenze. Ich muss ihn nur noch annehmen. Nimm an! Ich würde jetzt einfach rüberbrüllen. Frauen, gib ihnen Zeit. Nimm mal das Spiel an! Harry, was? Nimm mal das Spiel an! Nee. Ja, ich hab dir jetzt eine Anfrage geschickt. Ja, ich weiß, ich hab zugeguckt. Du hast verloren. Erbärmlich verloren. So. Gut. Nein, es ist kein Kerl, auch wenn ich sie Harry nenne. Das ist einfach diese Clash of Clans-Färbung. Kennt ihr die? Harry, fass das nie an! Oh, Entschuldigung, eingenickt. Das hat mir, glaube ich, schon 2 Minuten. Jetzt nehmen an da hinten! Meine Güte! Entschuldigung, eingenickt. Jetzt nimm an, verdammte Scheiße! Ansonsten suchen wir uns hier einen anderen Spieler. So. Warum kann ich den nicht ablehnen? Ich weiß es nicht. Ich will den Hauptmenü befindet. Oh, egal. Ich mache jetzt einfach mal ein normales Spiel. Ach, das heißt gegen irgendeinen. Ich nehme jetzt meinen Priester. Ach, guck mal, jetzt geht's. Jetzt auf einmal. Man muss verzeihen. Frauen brauchen Zeit. So, also wie gesagt, ich nehme hier wieder meinen Priester. Den kennt sie ganz gut. Das heißt, mit dem spiele ich oft und häufig. Sie weiß allerdings nicht, dass ich da jetzt ein bisschen was geändert habe, wenn es noch 2 Karten sind, aber 2 Karten können wirklich vom Grundprinzip ja das Deck schon umbauen, ne? Also es kann ja wirklich da 1, 2 Karten sein, die das Ganze wirklich dann ja komplett umgestalten, und da ist echt, muss man vorsichtig sein. Also man sollte nicht sich so sehr auf ein Deck verlassen oder so, zu meinen, man kennt das Deck des Gegners, weil wirklich, wenn man da eine Handvoll Karten umgemodelt hat, ist die komplette Strategie schon wieder anders. Und bei mir im Kopf sind schon wieder so viele Gedankengänge, wo ich denke, boah, die Karte könnte ich mit der kombinieren und die mit der, und da könnte ich das nutzen. Und weißt du, das ist halt da schon ein bisschen verworrener, sage ich einfach mal. So, wir haben jetzt hier ausschließlich viele High-Karten dabei, also hohe Karten. Ich behalte die aber sehr gerne, weil ich finde, am Anfang finden wir eh viele, viele Karten, die wenig Kristalle erfordern. Wenig Mana. Dementsprechend können wir damit eigentlich schon ganz gut zurechtkommen. Die heben wir auf für den Schluss. Ja, ich würde jetzt einfach die ersten Runden gar nichts machen, also nichts ausspielen, sofern wir jetzt nichts Besseres bekommen. Und einfach abwarten. Man kann ja auch hier und da mal ein bisschen Schaden einkassieren am Anfang. So 3, 4 Schadenspunkte einkassieren ist gar nicht so schlimm, wie ich finde. Wenn man dafür später ein Deck oder eine Hand hat, die zusammen harmoniert. So, ein Mana-Kristall, das heißt, wir können dann schon eine Zweier-Bestie beschwören. Aber die Easy ist dran. Stech das Auge aus! So, was haben wir denn hier? Ja, wie ihr seht, also jetzt hier nichts, wo ich sage, okay, da lohnt es sich jetzt hier irgendwas zu investieren. Weder den Mana-Kristall nicht und den Rest eigentlich auch nicht. Also kann man eigentlich so lassen. Ich werf den Ball weg. Beziehungsweise hin und her. Mal, hier kriegst du das Auge.
Steht hier viel besser. Haben wir hier, kommt hier irgendwas raus? Kaputt. Sorry, das wollte ich nicht. Alter, geht's noch? Macht sich selber auch Schaden, ja gut. So ist das. Hier mein Spottdiener. Aber was mache ich? Was ganz Verrücktes. Ich heile mich selber und gebe ab. Warum? Ist relativ simpel. Ich versuche mir jetzt erstmal so ein gewisses, ja, so eine gewisse Hand aufzubauen. Ich sehe da schon, dass da jetzt nicht so viel kommt. Also ein Gegner, klar, drei Angriffe. Wenn ich gleich drei Angriffe auf die Mütze bekomme, ist auch nicht so schlimm. Ich bin Priester, ich kann mich wieder hochheilen. Also ich kann das alles im Laufe der Runde wieder kompensieren. Ohne, dass mir da jetzt hier so die Hände gebunden sind. Und das ist ganz gut, wie ich finde. Ja, komm. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. So. Huhuhu. Hau ich mir vier Mana-Kristalle rein und hau mal Spott mit hinterher. Und beende die Runde. Spott heißt in dem Fall für die, die Hearthstone nicht kennen. Man muss den Diener direkt angreifen. Also, die Perle, meine Freundin in dem Fall, der Magier, muss diesen Diener direkt angreifen. Außer hier mit dieser komischen Bubble, mit diesem Feuerball, Feuerschlag, wie er heißt, kann man jeden Diener oder mich direkt angreifen. Da ist man nicht auf Spott angewiesen. Wie sie es in dem Fall auch macht. Sehr gut. Also noch einen Spottdiener. Nehme ich persönlich jetzt. Oder sollte ich ihn nehmen? Ich weiß nicht. Nee, ich heile meinen eigenen Spottdiener hoch. Halt. Doch. Doch. Nee, nee. Gut. Ich nehme einmal den mit rein. Zack. Zack. So. Und dadurch kriegen wir jetzt eine Karte. Zusätzlich. Und damit greife ich ihn an. Und dann gebe ich ab. So, jetzt haben wir hier eine richtig, richtig nette Karte bekommen, wie ich finde. Den Meisterschwertschmied. Vielleicht am Ende eures Zuges einem zufälligen befreundeten Diener einen Angriff. Und das in jeder Runde. Also nach jeder Runde bekomme ich einen Angriff auf einen zufälligen Diener. Und das ist wirklich sehr, sehr nice. Gerade wenn du zwei, drei Spottdiener stehen hast, wo sich mein Gegner erstmal durchkämpfen muss, macht sich das wirklich bemerkbar. So. Doppelt das Leben brauche ich gar nicht unbedingt. Jetzt haben wir hier noch einen Spottdiener. Vernichtet. Aha. Okay, die haben wir zweimal. Erhält jedes Mal drei Angriffe, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Okay. Schwierig. Ich nehme erstmal die kleine Karte. Halt nicht die, sondern diese hier. Und somit haben wir wirklich zwei Spottdiener da. Wo der Gegner erstmal durch muss. Und ich meine, es gibt jetzt natürlich auch Karten, die versuchen vier Schaden auf alle Diener und so weiter und so fort. Weiß ich halt sie jetzt nicht. Dementsprechend kann ich hier wirklich ein bisschen auf die Breite gehen. Die Tore sind geöffnet. Okay. So. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann werden wir die Karte zerstören den Diener. Damit konnten wir jetzt einen Diener zerstören, der mehr als vier Angriffe hat. Oder fünf Angriffe. Und ja. Hat gepasst. So, jetzt holen wir die noch mit raus. Und greifen den Gegner direkt an. So, und ihr seht das jetzt, nach jeder Runde erhalten wir beziehungsweise ein zusätzlich ein ausgewählter, also ein random Diener, einen Angriff. Wie in dem Fall hier unser, wie heißt er? Schildmeister mit A von Senjin. Meister A. Alter, Meister. Das meine ich. Okay, sie hat die Karte. Warum auch immer. Das kam überraschend für mich. Siehst du, und das ist halt das, ne? Ich habe gedacht, okay, sie hat diese Karte nicht. Kann nur gezielt angreifen und dann hast du so eine Scheiße da. Fuck it. So, warte mal, jetzt haben wir sieben. Einmal den, einmal den. Greif hier mit an. Und beende mal zu. Und so versuche ich jetzt einfach punktuell Runde für Runde immer ein bisschen Schaden wegzuziehen von meinem Gegner. Im Idealfall ist er dann 5, 6 Runden einfach null. Im Idealfall. Nerven wir es mal ein bisschen. Ach, scheiße. Siehst du, okay, jetzt habe ich keine Spottdiener mehr. War natürlich dann doof in meinem Fall. Aber gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch genug da, womit wir uns hier wehren können. Der Karte konnten wir jetzt übrigens direkt Schaden an den Gegner verurteilen, zuschicken, wenn man es hier sieht, fügt einem feindlichen Helden 5 Schaden zu.
ist immer ganz nett, davon habe ich auch zwei Karten im Deck, jetzt sind einfach mal 10 Schaden, Drittel des, ja, der HP des Gegners sind dann futsch, weg. Das ist schon ein enormer Vorteil. Kann ich sagen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Platsch ein bisschen im Wasser rum. Oh, Spott, Todesröcheln fügt allen Charakteren 2 Schaden zu, okay. Das heißt, den müssen wir zerstören. Oh, ein Geheimnis. Das ist gar nicht so gut. Ich mag keine Geheimnisse. Okay, können wir beide nutzen? Nee, gar nicht, scheiße. Doof. Gucken, was das Geheimnis war. Ja, da zieht es direkt. Scheiße, fuck it. Okay. Ist gar nicht so gut. Auch kein Beinbruch. Scheiße, was mache ich? Warte mal. Verdoppelt das Leben eines Dieners. Ich versuche es einfach mal. Ich ziehe den auf 16 hoch. Greife ihn an. Wobei, warte mal, lass uns das anders machen. Er kommt bei dir. Zack. Damit haben wir noch ausreichend HP da. Ah, okay. Wir haben noch ausreichend HP da und der Vorteil natürlich jetzt hier ist in dem Fall, dass wir hier unseren eigenen, ja, unseren Guru Bashi Berserker, Bersi, schön, gepusht haben. Ihr erhält jedes Mal 3 Angriffe, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Und das ist klar, es wird ein Schaf. Mein Gott, was ist es? Ein Schaf? Hm, toll. Ja, gut, das ist natürlich jetzt hier der Nachteil. Wir haben jetzt hier ein Schaf auf der Hand und der ehemals so gute Freund unsererseits ist jetzt ein Schaf. Hm. Na gut. Ist aber nicht schlimm. Denn alles geplant. Alles noch im Rahmen hier. Das heißt, ich greife mich einmal selber an. Zack. Damit erhält der 5 Schaden und ich kann diese Karte ausspielen. 5 Angriff. Nicht 5 Schaden. So, dann können wir uns selber heilen und die Runde abgeben. Jetzt bin ich mal gespannt. Also man kann nur mutmaßen, was jetzt hier oben im Deck steckt. Es kann alles und nichts sein und das ist das Problem an der Sache. Okay. Nee, Arzt habe ich nicht gerufen, aber gut. Könnte ich ja noch machen. Fügt dem... Oh, jetzt hämmert da unten einer. Ich hoffe, man hört das nicht. Sorry. Oh, zieh 2 Karten, das ist immer so eine Sache, ne? Da kannst du echt so viel rausreißen mit 2 Karten. Komm schon, Todesröschen zieht eine Karte, super. Nehmen wir mit rein. Dann werde ich mal mich selber verarzten und ihn einmal ins Jenseits befördern. Da sind nur 4 Schaden auf dem Feld, damit komme ich klar. Okay, gut natürlich für uns. Wir kriegen jetzt eine Karte dazu. Kopiere eine zufällige Karte aus der Hand. Machen wir auch sofort. Bin mal gespannt, was da ziehen. Ein Ansturmgegner, okay. Gar nicht so schlecht. Warte mal, ich habe eine Idee. Schau mal, eine Idee. Ich weiß, ob wir den A-Fix mitbekommen, also den Boni, der drauf ist. Fügt dem Feind schnell. Komm, das probieren wir jetzt einfach mal. Kopiere eine zufällige Karte. Gucken, was wir kriegen. Stellt einen von. Okay, nehmen wir einfach mal mit rein. Verursachen wir den Schaden. Heilen und zusätzlich. Und warten jetzt mal ab. Sechs Leben gegen 20 Leben. Sieht jetzt natürlich recht eindeutig aus, aber das kann sich natürlich jetzt noch ändern, je nachdem, was für eine Karte da auf der Hand liegt. Verursacht 3 Schaden. Scheiße, ey. Und man sieht ganz gut, das kann sich, wie gesagt, bei jeder Karte noch mal ändern. Da muss man gefasst sein. Windsworn auch nicht so toll. Vorteil ist natürlich für uns, es ist kein Spottgegner da. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Ansturm-Typen haben, können wir direkt reinpfeffern. Ach, scheiße. Ich brauche jetzt einen mit mindestens 8. Das ist das Problem. Was wir kriegen.
war das jetzt hier der Ansturmgegner? Ja. Probier das einfach mal. Sauber. So. Das war's. Okay, komm. Jetzt ist wirklich eine Sache, welche Karte ziehen wir? Alles oder nichts. Zieht eine Karte, okay. Ich hoffe, dass er direkt angreift. Ich rede extra ein bisschen leiser, damit er es gar nicht hört. Ich hoffe, dass er direkt mich angreift, weißt du? Dass er versucht, okay. Ah, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Nein! Fuck! Ey, jetzt müssen wir eine Karte haben, die uns raushaut, ey. Die uns wirklich raushaut. Weil sonst haben wir nicht so eine Runde verloren. Keine Scheiße, er kann zweimal angreifen, der Drecksack. Fuck it. Ah, das bringt mir nichts. Mir fehlt jetzt ein scheiß Diener hier. Das ist kein gültiges Ziel. Weiter am Diener 2 Leben, zieht eine Karte. Fuck it. Verursacht 2 Schaden. Scheiße. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Ja, Glückwunsch, hast gewonnen. Lass was über uns ergehen. Fuck it. Also wirklich auch hier haarscharf, ne? Wirklich haarscharf. Ein Leben trennt uns vom Tod. Scheiße. 4, 6, 8, 11. Ne. Du brauchst jetzt nur durchwummern. Ich hab verloren. Ah, ja. Komm, mach noch einen scheiß Geheimnis hin. Verdammt Axt, ey. Komm, hau drauf. Ja, sag ich mal Glückwunsch und vielleicht spielen wir in der nächsten Runde. Wir werden sehen. In der nächsten Runde werden wir uns ein bisschen Random-Spieler widmen. Und wir sehen uns dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dann, ja, sagt Bescheid in den Kommentaren. Wenn es euch zu langweilig ist, sagt auch Bescheid, dann mache ich das für mich weiter alleine. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Video. Viel Spaß, guten Loot oder gutes Deck. Ciao, Leute.